So, herzlich willkommen zu unserer letzten Heimspiel-Pressekonferenz vor einer Partie. Sonntag um 15.30 Uhr geht gegen Hannover 96. Ich habe auch Alexander Bugera mitgebracht und euch ein paar Informationen über ihn zusammenstellen lassen, ein kleines Booklet über den Spieler. Für die Partie haben wir Stand jetzt etwas über 34.000 Karten verkauft. Schiedsrichter der Partie Dr. Felix Brüch. Letztes Spiel unter seiner Leitung mit FCK-Beteiligung war ebenfalls ein Heimspiel, und zwar das 1:1 Unentschieden gegen den HSV in der Vorsaison. Danach spielen wir im Pokal noch bei der Hertha in Berlin. Da haben wir 2.200 Karten bis jetzt verkauft. Wir gehen zusammen mit der Berliner Bagage, unserem größten Fanclub in der Hauptstadt, so etwa von 2.750 FCK-Fans aus, die uns ins Olympiastadion begleiten. Und vielleicht noch zu eurer Vorabinformation. Die Rückrunde startet dann mit der Partie gegen Bremen. Da haben wir bis jetzt 31.000 und noch was Karten verkauft. Dann spielen wir in Augsburg, 2.200 bis jetzt. Und beim FC Bayern sind Stand jetzt schon über 5.600 Karten weg. Da ist nicht mehr viel vom Kontingent über. Wer da noch hin möchte, der muss sich beeilen. Alex, allenthalben großes Lob nach dem Spiel in Dortmund, aber nicht nur Lob für den kämpferischen Einsatz, sondern auch für den spielerischen Auftritt. Sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Seht ihr das auch so? Ja, das sehen wir auch so. Ich glaube, wir haben sehr viel Mut bewiesen in dem Spiel. Das haben wir uns vor dem Spiel auch gesagt, dass wir in Dortmund auch mutig spielen müssen. Und ich glaube, das hat man vor allem in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir da sehr guten Fußball gespielt haben. Haben sicherlich in der zweiten Halbzeit etwas Glück auch gehabt, aber das haben wir vorher auch gesagt, in den Spielen muss man sich das auch ein bisschen erarbeiten, das Glück. Und das haben wir halt in vielen Situationen dann auch gehabt in Dortmund. Nun lief es ja in der Hinrunde nach einem durchschnittlichen Start, gab es eine richtig starke Phase mit den Heimsiegen, dann die beiden Unentschieden in Hamburg und in Hoffenheim, dann so ein kleines Tief wieder. Waren jetzt die letzten beiden Partien, auch der insgesamt ja gut zu bewertende Auftritt gegen Hertha und dann gegen Dortmund, war das der Beginn, dass wir jetzt in den letzten beiden Spielen noch was erwarten können? Ich denke schon. Also wir haben uns vor allem nach dem schlechten Spiel gegen Nürnberg haben wir uns halt vorgenommen, dass wir ein anderes Auftreten haben müssen. Ich glaube, das haben wir jetzt vor allem auch in den letzten zwei Spielen gezeigt, auch gegen Hertha einen richtig guten Auftritt hingelegt. Da hat man ein bisschen Glück gehabt, da hat man das Spiel auch gewonnen. Und jetzt auch gegen Dortmund hat man auch gesehen, dass die Mannschaft gewillt war, auch die Niederlage einfach gegen Nürnberg, dieses schlechte Auftreten von der Mannschaft wieder wegzumachen. Jetzt kommt mit Hannover ein Team, was unter der Woche in der Europa League gespielt hat, einen recht positiven Auftritt gestern hingelegt hat. Wie erwartest du Hannover? Letzte Saison waren das ja zwei irgendwie komisch in der Rückschau anzumutende Spiele. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr gefährliche Mannschaft, ist eine absolute Kontermannschaft auch, die sehr schnell umschaltet. Ich glaube, das ist auch bekannt in der Bundesliga, dass die zum Angriff, zum Abschluss nur wenige Sekunden brauchen von hinten heraus. Und aber ich glaube, wir sind sehr gut eingestellt. Wir haben die Szenen werden wir uns auch noch anschauen, wie wir es halt vor jedem Spiel machen, dass wir uns auch darauf einstellen können, was sie taktisch auch machen. Und ich glaube, da wird das Trainerteam sich dann auch wieder was ausdenken, wie wir gegen Hannover auch aufzutreten haben. Eure Fragen an Alex Bugera, und da jetzt der Herr Sperber nicht die erste Frage stellen kann, denn der hat einen halben Baum auf dem Auto, muss es mal jemand anders tun.